Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte dir sehr gerne etwas Außergewöhnliches zeigen, was ich gerade entdeckt habe. Ich bin hier in der Nähe von Chiang Mai in Thailand und ich bin an einem See. Ja? Hier ist ein See, den du vielleicht schon in einem anderen Video von mir gesehen hast. Und hier ist eine Brücke. Also hier sieht es übrigens sehr, sehr schön aus. Ja? Sehr, sehr schön. Hier ist in der Nähe eine Universität. Und ich glaube, sie haben diesen Ort ein bisschen schöner gemacht für die Studenten, damit sie hier langlaufen können und lernen können und neue Kreativität bekommen können und so weiter. Ja. Aber die außergewöhnliche Sache, die ich dir heute zeigen möchte, ist folgende. Siehst du sie? Siehst du die Schildkröte genau im Zentrum des Videos? Siehst du eine Schildkröte, ja, genau im Zentrum des Bildes. Sie bewegt sich nicht viel, ja, aber ich denke, du kannst sie erkennen. Und ich denke, es ist ein schönes deutsches Wort, ja, Schildkröte. Ja, eine Kröte mit einem Schild auf dem Rücken und ja, das ist eine Schildkröte. Ich hoffe, du hast etwas gelernt, du hast bestimmt ein neues Wort gelernt. Schildkröte, eine Kröte mit einem Schild auf dem Rücken. Das ist eine Schildkröte. Okay? Wir sehen uns später.